Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, herzlich willkommen heute Abend. My nuclear button is bigger than yours. Ich bin Ellen Überscheer, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und freue mich, Sie und euch hier alle herzlich willkommen zu heißen. Es ist nicht so das Normale, dass die Böll-Stiftung Trump-Zitate als Titel für ihre Veranstaltungen wählt. Also nicht, dass ihr das denkt. Aber die offensichtliche Lächerlichkeit dieses Zitates ist so groß, dass es einfach Spaß macht, das als Titel zu nehmen, weil bekanntermaßen ist Humor eines der zentralen Mittel, rechtspopulistisches Gedankengut zu bekämpfen. Und darin sollten wir uns, glaube ich, viel mehr üben, als wir das in Wahrheit im Moment tun. Die Karikatur zeigt es, die ist hier nochmal abgebildet. Die Geschichte im Hintergrund ist natürlich die, dass Kim Jong-un, der nordkoreanische Machthaber, Anfang 2018 verlauten ließ, auf seinem Schreibtisch stünde immer ein Atomwaffenknopf und damit die Reaktion von Trump provozierte: Ja, aber mein Knopf ist größer und mächtiger und der funktioniert. Das klingt alles sehr lächerlich und lustig, und was als unfreiwillige Parodie männlichen Dominanzgebarens begann, wandelte und steigerte sich dann aber bald zu einer geopolitischen Krise, an deren Spitze der amerikanische Präsident drohte, Nordkorea vollständig zu zerstören. Wie knapp wir an einem militärischen Schlagabtausch zwischen den USA und Nordkorea vorbeigeschrammt sind, habe ich nicht nur bei meinem Besuch in Washington, der letztes Jahr so um die oder dieses Jahr so um die Zeit lag, festgestellt, sondern auch als wir unsere außenpolitische Jahrestagung im Juni zum Thema Kriegsgefahren in Fernost hatten, uns der frühere Nordkorea-Beauftragte der US-Regierung unumwunden sagte, er hätte fest geglaubt, dass es zu einem Waffengang kommen würde zwischen den USA und Nordkorea, mit katastrophalen Folgen für die gesamte ostasiatische Region. Daran sieht man, dass sich der Krieg, das, was ein Wortgeklingel oder was zwischen Alpha-Männchen angefangen hat, zu einer realen Kriegsgefahr hochgeschaukelt hat. Wie solche Eskalationsszenarien, dieses Spiel mit dem nuklearen Feuer und diese extreme Risikofreude mit männlichen Rollenbildern zusammenhängen, darüber wollen wir unter anderem heute Abend mit Ihnen und euch und natürlich mit unserem Podium diskutieren. Aber ein zweites Thema kommt hinzu. Es geht nicht nur um Rollenbilder, die das Feld der Außen- und Sicherheitspolitik prägen, sondern es geht auch um Inhalte, wenn es um feministische Außen- und Sicherheitspolitik geht. 2000, manche von euch und Ihnen erinnern sich vielleicht noch, gab es diese UN-Resolution 1325, die wurde am 31. Oktober 2000 einstimmig vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet, und in ihr wurden erstmals Konfliktparteien dazu aufgerufen, die Rechte von Frauen zu schützen und Frauen gleichberechtigt in Friedensverhandlungen, Konfliktschlichtung und den Wiederaufbau mit einzubeziehen. Diese Resolution war ein Meilenstein zur Ächtung sexueller Kriegsgewalt gegen Frauen und Mädchen. Und sie ist ein wichtiger Beitrag zur Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit, auch auf Ebene von Außen- und Sicherheitspolitik. Und letztendlich ist es ein Teil der Durchsetzung der Menschenrechte. Wir haben hier in der Zentrale mit der Böll-Stiftung, aber auch in unseren Büros, dieses hier ist ein Produkt unseres Büros in Tel Aviv, intensiv die Resolution begleitet, auch ihre Implementierung begleitet. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Aus meiner privat-empirischen Beobachtung stärkt sich der Bereich der feministischen Außen- und Sicherheitspolitik gerade. Und das
gefällt mir sehr gut, denn neben der Sensibilität gegenüber Themen, Inhalten, Aufmerksamkeiten, Regulierungen und Verträgen geht es bei der feministischen Außen- und Sicherheitspolitik auch schlicht um Präsenz. In den 50 reichsten Staaten, wenn wir jetzt mal die nehmen, also G50 quasi, sind 16% der Botschafterinnen, Botschafterstellen mit Frauen besetzt. Jetzt guess what, how many sind es in Deutschland? Hat mal jemand eine Idee? Wie viele deutsche Botschafterinnen sind draußen? Weniger, genau. 13%. Ja, also da ist viel zu tun. Ich kann nur alle ermutigen, hier auch mal in den diplomatischen Dienst einzutreten und da die Dinge zu verändern, nicht wahr? Scheinbar ist es so, dass Schweden und Kanada ein bisschen besser sind auf diesem Feld, sich für ein neues Sicherheitsverständnis stark machen und Feminismus als integralen Bestandteil ihrer Außenpolitik begreifen. Die deutsche Bundesregierung, der ja die Grünen, denen wir nahestehen, als Heinrich-Böll-Stiftung leider nicht angehören, jedenfalls die jetzige deutsche Bundesregierung hat in ihrer Zielformulierung, was wollen Sie in den 2 Jahren der Mitgliedschaft im Sicherheitsrat durchsetzen, unter anderem das Thema feministische Außen- und Sicherheitspolitik mit auf die Agenda gesetzt, neben Klimawandel. Also wir hoffen, dass sich in diesem Sinne einer umfassenden Sicherheitsagenda auch in Deutschland etwas verändert im Denken und im Blick und dann letztendlich auch im Handeln. Wir wollen jetzt aber gleich quasi in medias res gehen und ganz herzlich Ray Aixon begrüßen. Sie ist unsere Keynote-Speakerin heute Abend. Welcome, Ray. Herzlich willkommen. Sie arbeitet für die Women's International League for Peace and Freedom. Das ist eine der absolut ältesten Frauen- und Friedensorganisationen der Welt, die schon gegründet wurde, als Frauen noch nicht mal das Wahlrecht hatten. Nämlich 1915 in Den Haag. Also über 100 Jahre WILPF. Und so mag es auch nicht verwundern, dass zwar einerseits Frauen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik extrem unterrepräsentiert sind, aber in den großen Abrüstungskampagnen der letzten Jahrzehnte, von Antipersonenminen bis zur Streumunition, von Nuklearwaffen bis zum Thema automatische Waffensysteme, also die Waffen hoffentlich nicht, aber die Waffen von morgen, immer eine zentrale Rolle gespielt haben. Das ist nämlich ein interessantes Faktum, was auch schon einen Hinweis darauf gibt, wohin sich Außen- und Sicherheitspolitik verändern würde oder verändern wird, wenn der Feminismus eine stärkere Rolle spielt. Wir freuen uns auf Rays Input und wollen dann gemeinsam diskutieren, wie sich tradierte Geschlechterrollen auf Frieden- und Sicherheitsfragen auswirken und welche Fehlentwicklungen von der Rüstungspolitik über die Stabilisierung von Nachkriegs-, nach Bürgerkriegsgesellschaften auch auf die Tatsache zurückzuführen sind, dass Frauen in nationalen und internationalen Gremien nach wie vor stark unterrepräsentiert sind. Jetzt, the floor is yours, Ray, und anschließend gehen wir in die Diskussion. Ich wünsche uns allen eine fruchtbare und intensive Veranstaltung. Herzlichen Dank und willkommen. Good evening. Thank you very much for the invitation to come and participate in this panel dialogue and to speak tonight on one of my favorite subjects, which is feminism and nuclear weapons. I'd want to start this talk with a caveat that I give at all talks when I'm speaking about gender or nuclear weapons. And that's a little bit about terminology, and I'm sure a lot of you are familiar with this, but just in case, I'll lay the groundwork. So when I'm talking about gender, I'm not talking about men and women as biological imperatives. I'm talking about social constructions of norms of how we're supposed to perform as men and women, what our roles are in terms of masculinity and femininity. So this is not an absolute. This is not to say that all men are this way and all women are this way, but about the social system that we live in. And similarly, I'm going to talk quite a bit about the patriarchy. And again, this is not an all men
men thing. This is a social system in which men do dominate. And in particular, the patriarchy is ruled by a certain kind of masculinity, a dominant, very violent masculinity in which concepts like strength and power are equated with the willingness and the capacity to use violence. And these social norms harm all of us. They harm men, women, others that participate in our societies. And so I just wanted to lay that out as a framing before I start anything. I think it's really great that this conversation is happening right now. The topic is extremely timely. The patriarchy is powerful, as we know, but there's a sense that it's being exposed and challenged in new ways right now. Feminist scholars and activists have had conversations about gender and patriarchy for a very long time, but it's becoming more mainstream to even use these words in public discourse. And partly that has come about through the Me Too movement and the Believe Survivors campaigns that we're seeing around the world right now. How many of you are familiar with a man named Kavanaugh? Okay, so just quickly, Brett Kavanaugh is a man who was nominated to become part of the Supreme Court. He was nominated by the current president of the United States, whose name I try not to say. When he was subjected to multiple accusations of sexual harassment in his earlier life, he basically had a meltdown live on television during his job interview, which was really quite something to see. It was a spectacle in which the full rage of the wealthy white male privilege was on display for the entire world to see. And it taught us many things, including that such men can basically go to a job interview and talk about how much they love beer and they still get the job. But it also was a really good moment to see for us what this entitlement and privilege and control and domination of the truth looks like when it's unmasked like that live on television. What does any of that have to do with nuclear weapons? Well, I argue that nuclear weapons are tools of the patriarchy. I think there's a lot of similarities between what we saw during the Kavanaugh hearings and what we see from the nuclear armed states. Nuclear weapons are weapons that allow certain countries to control and influence others, to change and dictate international relations in many cases by threatening mass destruction, by literally threatening genocide or even the annihilation of the planet. And they've come up with this theory of nuclear deterrence, which is an abstract concept, really. It's this idea that nuclear weapons are meant to never be used, and in this way, they protect us and they maintain stability of the world order. And this denies the lived reality of anyone who's ever experienced the use of nuclear weapons or the testing of nuclear weapons or that lives today under the threat of nuclear weapons, which is all of us. It just writes that narrative right out and refuses to look at it. It denies the reality of the terror and destruction that these weapons have caused and will cause in the future if they are continue to exist. And so I like to talk about this kind of denial also in terms of the patriarchy, the way that the patriarchy operates in other spheres. And so one of the terms that I use a lot is gaslighting. Has anybody heard this phrase before? A couple of you. Well, it comes from a play that was written in 1938, and the story is of a woman's husband who slowly manipulates her into becoming insane. He just denies everything that she is experiencing, and he tells her over and over again, this is not happening, this is not real, this is not the world that you're living in. And she eventually cracks and goes insane. And so it's a term that's used by psychologists to describe a certain form of psychological abuse today. It's become a clinical term. And in relation to nuclear weapons, I like to think about this in this denial of lived reality that I've talked about. It diminishes those who want to talk about the humanitarian impact of nuclear weapons. It takes away the ground that they're standing on. It tries to accuse them of
being inflammatory. And it even feminizes those who want to talk about what nuclear weapons really are and what nuclear weapons really do. And so I use feminize in the sense that it tries to, in the gender construct that I talked about earlier, it tries to make the association between caring about human beings and what nuclear weapons do to human beings with being emotional, and tying that to, of course, being a woman, being feminine. And there's a great story from Carol Cohen, who's a feminist scholar that spent some time amongst some nuclear war strategists in the 1980s. And she was the only woman in these rooms with these guys who were all talking about casualties from nuclear war and doing different simulations and coming up with how many people would die. And in one simulation they did, they had about 30 million deaths. And a man, a white male physicist who was taking part in these conversations, just burst out at some point, 30 million, we're talking about killing 30 million people. Can we just stop this and take it back? And he said, he told Carol afterwards privately that everybody turned and looked at him and just stared at him and mumbled. And he said that he would never say anything like that again. And he felt like such a woman. And this is not just something that happened in the 1980s. While we were negotiating the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and building up to those negotiations through a series of conferences that looked at the humanitarian impact of nuclear weapons, a lot of diplomats, male diplomats, were told by their counterparts from the US or France or the UK or Russia that they were being emotional for wanting to talk about the humanitarian impact of nuclear weapons. And it was a real wake-up moment for a lot of these male diplomats that I've worked with for years. They came up to me, a lot of them, and said, I finally get that gender thing that you're talking about. So that was sort of interesting to see play out, just in the language and the approach that different actors use. This whole thing, this idea of gaslighting and denial of reality and equating caring about preventing nuclear war as being emotional and feminine in some way, this really reinforces the gendered conceptions about nuclear weapons, that they're about strength, that it's rational to want nuclear weapons, that it's rational to believe in deterrence theory over the testimony of survivors of nuclear testing. That disarmament is weak and irrational, that by pursuing nuclear disarmament, by calling for nuclear abolition, we are being weak, we are giving something up. It does not fit within the main construct of what is acceptable. And it also plays into this conception of protection again, too, that men need weapons to protect women. And we see this across not just nuclear weapons, but all armament issues that we work on in the international sphere, where this concept again comes up all the time, that weapons are a source of protection. And so disarmament is thus something not to be desired. It's the weak way out. In this discourse, there is not a lot of space for alternatives. It's nice to see concepts like patriarchy and feminism being talked about more openly, but I can tell you that in the disarmament world, I'm still looked at like I'm crazy. It's nice to be in this room with all of you who look a little more open to these ideas, slightly, at least. You know, this isn't about men and women. And so I do want to mention that even within the spaces that I do work in with disarmament experts, women can sometimes get sucked into this as well because of the concept of what is credible and what is okay for someone to say. And a lot of women in spaces that have been dominated by this particular kind of masculinity often have to fit themselves into that in order to seem credible. And buy into those systems as well. The patriarchy consumes all of us, and it's hard to challenge it, no matter what perspective you're coming from. And so breaking down these barriers to different analysis to create space for credible alternatives, theories and ideas and approaches that would be considered okay to talk about is one of the goals of bringing a feminist critique to nuclear weapons. It helps us to construct new narratives in which caring about human beings is not treated as weak, but is treated as a strength.
It offers a concept of security that is based on equity and justice rather than on weapons and on war. In my opinion, banning nuclear weapons was feminism in practice. How many of you are familiar with the ban on nuclear weapons that was achieved in 2017? All right, I've got some hands, great. So in the United Nations, countries came together, non-nuclear armed countries came together to negotiate a new treaty that prohibits nuclear weapons for everybody. They did this in spite of incredible opposition from the nuclear armed states. NATO countries, including Germany, all stayed away from these negotiations and denounced the treaty. They were instructed to do so by the Obama administration. A very stern memo was sent to all of the NATO allies demanding that they not participate in the negotiations and that they not join it if it was achieved. Despite this and despite pressure being put on them, 122 other governments that have rejected nuclear weapons did negotiate and agree to this treaty on July 7th, 2017. And ICAN was the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, of which ICAN Germany is here. Many of you are in the room. And WILP, my organization, is part of ICAN as well. We worked with governments to develop this treaty as a tool to create normative change, to challenge this dominant argument that nuclear weapons are good for security, and to try and challenge their power over the discourse around nuclear weapons. And this was really an act of the majority of the world's governments standing up to the nuclear armed states and saying, enough is enough, we're not going to take this anymore. And it had an impact on patriarchy, in my opinion, just like Kavanaugh's ranting and raving on television. The nuclear armed states ranted and raved before the treaty was negotiated, during the treaty's negotiation as well, when the US ambassador actually held a press conference outside of the General Assembly while most of the world was inside negotiating the treaty, which was this weird role reversal when you have the US government standing outside protesting and you have NGOs inside with most of the world negotiating new international law. But we took it. She drew some attention to the treaty. But they've still been ranting and raving after the treaty's adopted. They're not giving up. They want to try and prevent countries from now signing and ratifying the treaty, which is the next stage in the treaty's life. And they've been putting pressure in a very colonial way over different countries. So France has been targeting Francophone Africa not to join. The UK has been targeting its former colonies. The US just pressures everybody because they're the US. They've delivered really aggressive statements at the United Nations and in other forums. They've been threatening economic and military cooperation agreements with countries that want to support this treaty. They've still been telling NATO, you cannot go anywhere near this treaty. And so it's just been an interesting display of their fear-mongering around what this treaty will do, because they also tell us that it's useless. They say that because none of them are part of it, and also they tell us none of them will ever join, because of that, then it's a useless treaty. But at the same time, they are freaking out that this treaty was negotiated and that it will soon enter into force. They are losing their minds over it, much like Kavanaugh lost his mind. And so I think that even though, you know, the same way that Kavanaugh was confirmed, nuclear armed states at this moment still possess nuclear weapons. We have not gotten rid of nuclear weapons with this treaty in the immediate term. But something has changed. The patriarchal systems that keep this type of men in power, or that keep nuclear armed states in possession of their arsenals, these systems are starting to be exposed. And once systems are starting to be exposed, it becomes a lot easier to dismantle them, to chip away at them bit by bit. Views about nuclear weapons are shifting. We've seen this in many different ways, building up to the banned treaty negotiation, and since then, there's normative change afoot. New debates are opening up around the world on nuclear weapons and on security. We're seeing economic divestment from nuclear weapons in a really impressive ways. Two huge pension funds from both Norway and the Netherlands have divested their money. Banks around the world are divesting their money from nuclear weapons. So we're seeing also the infrastructure of nuclear weapons being hit where it really hurts, which is where the money is.
and that will continue. And we have a long way to go, but it definitely feels, both with Me Too and with the nuclear ban, that we're on our way to something different, that we are having conversations in which we can think about the world being different than it is now, that we do not have to be confined to what we've always been told is the correct way to think about things or the rational way to think about things. There are other alternatives out there, and there must be space for us to consider those. Thanks. So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen alle hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Wunderschönen Abend auch allen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern im Livestream. Ich bin Giorgio Franceschini, Referent für Außen- und Sicherheitspolitik hier in der Heinrich-Böll-Stiftung, und ich habe die große Freude, heute dieses Panel zu zwei großen Fragen, die uns in der Heinrich-Böll-Stiftung umtreiben, zu moderieren. Nämlich die Frage der Geschlechterdemokratie einerseits und die Frage der nuklearen Abrüstung und der Friedenspolitik andererseits. In der Ankündigung hatten wir noch einen Quotenmann, nämlich Mitglied des Bundestags Omid Nuripur. Er lässt sich entschuldigen, ihn hat eine Erkältung erwischt, aber ich bin sehr froh, ein All-Female-Panel heute moderieren zu dürfen. Und möchte Ihnen erstmal kurz unsere Expertinnen vorstellen und dann steigen wir in die Diskussion ein. Zu meiner Rechten sitzt erstmal Christina Lunz. Christina Lunz ist die Mitbegründerin eines relativ neuen Thinktanks, NGO, namens Center for Feminist Foreign Policy. Und sie ist die Deutschland-Direktorin. Wir hatten, glaube ich, vor einem Monat einen sehr schönen Launch. Und ich glaube, der Name des Thinktanks sagt auch schon, wohin die Reise gehen soll. Die Christina hat in Oxford studiert, in Stanford und in London Diplomatie und Menschenrechte, hat als Aktivistin, Campaignerin danach sich gegen sexuelle Gewalt engagiert, hat für die UN gearbeitet in Myanmar und New York und ist eben jetzt die frisch gebackene Geschäftsführerin dieses neuen Thinktanks. Also neben Christina sitzt Dr. Ines Kappert, meine Kollegin vom Gunda-Werner-Institut. Sie leitet seit 2015 das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und sie war davor 8 Jahre lang bei der TAZ, leitete da das Meinungsressort und hat sehr viele Artikel zu den Themen Geschlechterdemokratie und Feminismus publiziert. Ines studierte in Berlin und Paris und hat promoviert an der Arbeitsstelle für feministische Literaturwissenschaft an der Universität Hamburg. Und zu Ray wurde eigentlich schon einiges gesagt. Mir persönlich ist wichtig, dass Ray innerhalb ihrer Women International League for Freedom and Peace oder Peace and Freedom für Abrüstungsfragen verantwortlich ist und da besonders auf zwei Themen arbeitet, die uns auch an der Böll-Stiftung umtreiben, nämlich die nukleare Abrüstung. Sie ist ICAN-Sprecher oder sie ist im Vorstand von ICAN, aber auch sie ist im Vorstand von der NGO Stop Killer Robots, glaube ich, so heißt sie, und die sich mit autonomen Waffensystemen beschäftigt. Ein Thema, das uns auch umtreibt und wo Sie auch draußen entsprechende Publikationen finden. Ich möchte Ray eine kurze Nachfrage stellen, weil es auch ein bisschen mit deinem Vortrag zu tun hat und mit Tagespolitik. Es gab gestern Abend im Deutschen Bundestag eine Debatte zu diesem Nuclear Weapon Ban, zu dem Atomwaffenverbotsvertrag. Es gab eine Resolution, ob Deutschland diesen Vertrag unterzeichnen soll. Und es kam wie erwartet. Die Linken und die Grünen waren dafür. Die
Regierungsparteien und die Liberale Partei waren dagegen. Aber das Interessante ist, dass ein Argument implizit zum Vorschein kam, dass du auch in deinem Artikel erwähnst, wenn du von Victim Blaming sprichst, von Schuldumkehr, nämlich, dass doch ab und zu bei denen, die den Vertrag, den Nuclear Ban Treaty abgelehnt haben, durchschimmerte diese Idee, ihr stört, ihr Icons, ihr Abrüster, wir haben eigentlich ein soziales System oder eine nukleare Ordnung, die relativ stabil ist, die relativ gut funktioniert. Und ihr kommt jetzt mit einem Vorschlag, der disruptiv ist, der Verunsicherung bringt und manche, das war gestern nicht im Bundestag, aber manche sagen sogar, die am Ende die Kriegsgefahr erhöht. Wie gehst du mit diesen Vorwürfen, die du wahrscheinlich ab und zu auch mal hören musst, um? Thank you. The whole intention was to disturb the nuclear world order because we don't like that there is one. And the idea that they have a great system that's been working well, I think that the reality of the world today shows that their idea of stability and security does not meet the needs of the vast majority of people on this planet. Whether it's climate change or conflict that we're seeing around the world, the massive arms trade also that these countries, these nuclear armed states participate in, fueling conflict and profiting off of it. All of these challenges suggest to many of us, many governments in the world, many activists across a range of issues that the world order is not okay and not acceptable. And so this treaty was very much intentioned to disrupt that and to challenge that power and that privilege that they have held for so long. And it's like challenging any power and privilege. Of course they're going to fight back, whether we're challenging white privilege or we're challenging the patriarchy. It's the same tools that we're up against, and the same discourse, the same denials of what it is that we're confronting and how to best confront it. And so I think that there's certainly space within German politics to reconsider a position on the ban treaty, which I very much hope that it does. I think it would be amazing to have a country like Germany break with the dominant discourse around nuclear weapons within NATO and start being a leader within the NATO context. I imagine that's very difficult for all the Germans in here to imagine, but I think we have to challenge ourselves to imagine that, possibility. I live in the US, but I'm from Canada, and so I'm trying to also work on the Canadian government to change its position because it's part of NATO as well. And you'd think that we would be able to do it under a leader like Justin Trudeau, but despite him declaring himself a feminist, he's still very much ingrained in the security, the dominant security narrative. He wants to increase military exports from Canada. He doesn't want to join the ban because we're part of NATO and we're part of the deterrence, etc. So I think we have to keep challenging these ideas from the bottom up, and that's how we had the victory with the nuclear ban, and now we need to take that nationally as well. Vielen Dank, Ray. Ich nehme jetzt ein Motiv von dir, nämlich das Motiv, dass es einen dominanten Diskurs gibt und dass, sagen wir mal, oppositionelle Stimmen es schwer haben, Sichtbarkeit zu kriegen. Und jetzt komme ich zu dir, Christina, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja eine Idee deines Centers ja auch, ich verbreitere das da. Es geht nicht nur um Nuklearpolitik, sondern im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Dissidentenstimmen, die jenseits des Mainstreams sind, Sichtbarkeit zu geben. Und meine Frage ist natürlich, was sind da eure Strategien? Wie wollt ihr den Stimmen, die vielleicht den Mainstream herausfordern, die was Neues wollen, die eine neue Außenpolitik wollen, neue Perspektiven reinbringen, wie wollt ihr ihnen Stimme und Gewicht verleihen? Danke dir, Giorgio. Ja, genau darum geht es bei unserem Center for Feminist Foreign Policy. Wie Ray ja gerade schon dargelegt hat, ne, wir seit sehr vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten nehmen wir einfach so hin, wie eine World Order funktioniert, wie Diplomatie funktioniert, wie Außenpolitik funktioniert, welche Themen oben auf der Prioritätenliste steht, welche Stimmen gehört werden, welche nicht, warum wir ein Defense Budget haben, aber kein Peace Budget, also so die ganz irgendwie ganz klaren Themen. Und das nehmen wir einfach hin. Seit ungefähr jetzt im diplomatischen Bereich werden
Also es gibt den Resident Ambassador zum Beispiel seit Ende des 15. Jahrhunderts und seit Mitte des letzten Jahrhunderts dürfen dann irgendwie auch Frauen endlich mal so ein bisschen mitmischen, nicht so richtig. Und aber wir versuchen einfach nur, die politischen Minderheiten, die bislang irgendwie keinen Platz und deren Stimmen und Erfahrungen keinen Platz darin haben, in dieses System irgendwie reinzulassen. Und dann dürfen die vielleicht ein bisschen Women, Peace and Security machen und dann hier noch ein bisschen dazu beitragen. Aber genau, wir müssen komplett irgendwie die Paradigmen dahinter und die Annahmen komplett auf den Kopf stellen und versuchen neu zu denken, weil sonst kriegen wir das auch irgendwie mit einem nachhaltigen Frieden, was irgendwie alle Länder, auch Deutschland schaffen möchte, nicht hin. Und die Forschung ist da eindeutig. Der signifikanteste Faktor dahingegen, ob ein Land gewaltbereit ist nach innen oder nach außen, ist einfach Gleichberechtigung in dem Land und wie häufig man einfach die Frauen und andere politische Minderheiten da schlägt. Also wir müssen die Themen, die auf der Agenda sitzen, ändern und die Voraussetzungen, genau, und das versuchen wir. Das versuchen wir durch Öffentlichkeit schaffen, dadurch, dass wir das Thema feministische Außenpolitik weiter pushen. So kurz zum Hintergrund, Schweden macht das seit 2014, eine feministische Außenpolitik. Kanada arbeitet jetzt gerade ein bisschen dran. Es gibt ein paar andere Länder, die das spannend finden. Deutschland wird in die Richtung jetzt gerade gepusht, weil die auf im Sicherheitsrat ab Januar sind. Und wir bieten mit unserer Organisation, ob es jetzt durch Veranstaltungen, durch Online-Journal oder Print-Journal, eine Öffentlichkeit dafür, darüber nachzudenken, weiter zu pushen. Weil das Thema ist relativ neu, die Gedanken vieler nicht. Das ist seit vielen Jahrzehnten, was ihr beide immer sagt. Aber dass du so viel Aufmerksamkeit bekommst, das ist ziemlich neu. Und da wollen wir weiterhin mit rein pushen und neue Gedanken zulassen. Und auch gucken, ne, wie Waffen, so ein Riesenthema. Ja, Waffen bringen Schutz für die, die Waffen haben. Und wer hat Waffen? Das hat was mit Geld, das hat mit Macht und Privilegien zu tun. Genau, aber da höre ich jetzt mal kurz auf. Ja, aber ich werde noch mal eine Nachfrage haben. Und zwar einfach von deiner Biografie ausgehend, sieht man, da ist Diplomatie drin. Du hast für die UN gearbeitet, in Oxford Diplomatie studiert. Gleichzeitig warst du auch eine Aktivistin, Campaignerin gegen sexuelle Gewalt. Wenn ich jetzt an dein Center for Feminist Foreign Policy schaue, wo geht die Reise hin? Ist es eher Diplomatie? Das heißt, du sagst, ich suche das Gespräch mit etablierten Außenministerien, Verteidigungsministerien, oder ist es eher Aktivismus, dass du sagst, ich gehe raus und versuche, mit Zivilgesellschaft in Gespräch zu kommen und sie mit guten Argumenten zu versorgen? Oder ist es beides? Beides. Wir versuchen tatsächlich beides zusammenzubringen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Diplomatie und Aktivismus nicht solch konträre Begriffe sind, wie die wohl weitläufig oft angenommen werden. Also Diplomatie und die Verhaltensweisen, die darin angenommen werden, über welche Themen darf man ansprechen, welche nicht, welche sind angebracht, was ist irgendwie so undiplomatisch. Das sind Kodizes, die auch lange, lange vor vielen, vielen Jahren irgendwie festgelegt wurden, was denn angebracht wäre, welches Thema man anbringt. Und ich glaube, Aktivismus und Diplomatie muss zusammengehören. Und eine Margot Wallström, eine schwedische Außenministerin beispielsweise, wird ständig vorgeworfen, sie würde Diplomatie mit Aktivismus verwechseln, mit ihrer feministischen Außenpolitik. Aber das können nur irgendwie diejenigen vorwürfen, für die Diplomatie seit langem genau schon so funktioniert und die eigenen Ideen und Realitäten widerspiegelt. Genau, wir wollen beides zusammenbringen. Ich glaube, Diplomatie kann nicht funktionieren ohne Aktivismus, wenn wir es dann wirklich ernst meinen mit Friedensförderung und irgendwie SDGs und Leaving No One Behind und den anderen ganz schönen Phrasen, die es ja schon gibt. Vielen Dank, Christine. Jetzt kommen wir zu dir, Ines. Ich glaube, wir brauchen am Anfang eine kurze Klärung. Und zwar sind hier zwei Begriffe schon gefallen, nämlich einmal der große Begriff der feministischen Außenpolitik und dann in Ellens Anmoderation diese berühmte UN-Sicherheitsresolution 1325 aus dem Jahr 2000, die zum ersten Mal mit den schönen, hehren Worten der UN das Thema Women, Security und Peace durchbuchstabiert hat, aber auch in der entsprechenden Abstraktion. Ich weiß, dass du dich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt hast. Es gab zu dieser Resolution 7 Nachfolgeresolutionen und 2 deutsche Aktionspläne. Du hast das sehr mit einem NGO-Netzwerk sehr genau beobachtet. Du hast hier auch ein entsprechendes Policy Paper, das du vor kurzem publiziert hast, in dem du dich relativ kritisch mit dieser Resolution 1325 beschäftigt hast. Deshalb für uns, vielleicht kannst du kurz die 1325 vom großen Thema der feministischen Außenpolitik abgrenzen und uns dann sagen, was
findest du an der Umsetzung dieser Resolution in den letzten 18 Jahren unbefriedigend? Ja, hallo. Genau, also die, man muss unterscheiden, also die feministische Außenpolitik ist natürlich ein viel, viel größeres Konzept als jetzt die aktive Beteiligung von Frauen an allen Phasen der Konfliktbewältigung und der Konfliktprävention. Und genau das wird in der Resolution 1325 geregelt. Deswegen ist es auch nicht ganz richtig zu sagen, dass jetzt Deutschland sich mit feministischer Außenpolitik in New York beschäftigen wollte oder das zum Schwerpunkt machen wollte, dass der Begriff feministische Außenpolitik wird eigentlich im Auswärtigen Amt nicht verwandt. Und wir, die dort auch lobbyieren, erleben das auch immer wieder so. Also Feminismus, das ist noch nicht salonfähig, was aber tatsächlich einen Fortschritt darstellt und wo wir einfach auch einen neuen Möglichkeitsraum sehen, ist, dass tatsächlich die Agenda, also die Beteiligung von Frauen an allen Phasen der Konfliktbewältigung und Prävention zum ersten Mal überhaupt ernst genommen wird. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir jetzt in den nächsten 2 Jahren, wo Deutschland eben einen nicht ständigen Sitz in der UN, im UN-Sicherheitsrat haben wird, tatsächlich diesen Zeitraum zu nutzen, um dafür zu sorgen, dass Heiko Maas, unser neuer Außenminister, eben nicht nur Lippenbekenntnisse abgibt, sondern tatsächlich sich in Richtung einer feministischen Außenpolitik, wie Christina es gesagt hat, wie Ray es gesagt hat, bewegt, was eben bedeutet, tatsächlich komplett neu zu denken. Ein Stichwort, um es ein bisschen zu konkretisieren für Sie vielleicht, ist, dass wenn Frauen überhaupt vorkommen in der Außenpolitik, dann kommen sie in aller Regel als Opfer vor. Sie werden nicht als Expertinnen zur Kenntnis genommen. Dass man Opfer und Expertin sein kann, an sich also eine Alltagserfahrung ja von jedem von uns, das ist in der Außenpolitik schon nicht mehr denkbar. Dass wir eine andere Idee, ein anderres Nachdenken, Ray, du hast es in deinem fantastischen Vortrag gesagt, von Sicherheit brauchen, ja? Also Sicherheit nicht über Massenmord, sondern Sicherheit tatsächlich über ein Konzept der sogenannten menschlichen Sicherheit, ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein einer feministischen Außenpolitik und es findet sich auch in der Resolution wieder. Es gibt da natürlich Verbindungslinien. Und das bedeutet eben, dass es nicht um die Staatssicherheit geht, sondern dass tatsächlich Menschen auf dem Planeten, in einzelnen Staaten, in bestimmten Regionen sicher sein können. Das können sie nicht über die nuklearen Waffen, das können sie auch nicht, was Deutschland so wahnsinnig gerne tut, nämlich Klein- und Leichtwaffen zu exportieren, gerne auch in Krisenländer, Stichwort Saudi-Arabien. Das ist auch irgendwie schon so ein bisschen Slapstick-mäßig gekommen, jetzt so die deutsche Außenpolitik, oder zum Slapstick gekommen, deutsche Außenpolitik in Bezug auf Saudi-Arabien zu kritisieren, aber es ist total wichtig, weil was wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen, ja, es gibt diesen Aufbruch, es ist wahnsinnig zu begrüßen, dass Heiko Maas tatsächlich sich überhaupt mal der Agenda annimmt, ja. Gleichzeitig gab es eine Kritik von Kanada an der Verurteilung zum Tode einer Aktivistin in Saudi-Arabien, die sich eben für Frauenrechte eingesetzt hat. Und natürlich hat Saudi-Arabien sich gegen diesen Vorstoß gewehrt. Die kanadische Außenministerin hat um Unterstützung angesucht. Wer hat nichts dazu gesagt? Deutschland. Ja, also wir müssen gerade sozusagen sehr vorsichtig sein, dass wir den Begriff Frauen, Frieden, Sicherheit, wie gesagt, Feminismus gibt es im deutschen Diskurs nicht, aber Frauen, Frieden, Sicherheit nicht aushöhlen lassen durch Lippenbekenntnisse, die dann aber, wenn es dann wirklich mal konkret wird, nämlich wenn es um Rüstungspolitiken geht, wenn es darum geht, das Thema Feminismus oder das Thema Gleichstellung zu mainstreamen, wenn man dann den Eindruck gewinnt, das wird aber gar nicht umgesetzt. Was wir jetzt auch wissen, vielleicht noch einen Satz dazu, Georgia, dann musst du mich stoppen, ne? Also ist, dass es gerade so Signale gibt, was will eigentlich Heiko Maas Außenministerium in New York durchsetzen? Also womit wollen Sie denn jetzt Ihre Schwerpunktpolitik 1325, Agenda 1325 denn durchsetze? Und was man im Moment hört und was sich immer mehr erhärtet, ist, dass sie eine weitere Resolution
auf den Weg bringen wollen. Sie wollen also nicht das, was wir zum Beispiel als Bündnis fordern, ein Umdenken machen, Frauen auch als Expertinnen, eben an allen Prozessen der Konfliktprävention und der Konfliktaufbereitung zu beteiligen. Das wollen Sie nicht. Das würde eine total komplette Umstellung bedeuten. Sie wollen auch nicht in ihren eigenen Häusern aufräumen, ja, also wo wir, ich erzähle immer die Geschichte, aber sie macht es vielleicht plastisch. Das Gunda-Werner-Institut lobbyiert schon seit 10 Jahren, auch Medica Mondiale, also gemeinsam mit anderen NGOs im Auswärtigen Amt, damit endlich die Agenda 1325 systematisch, transparent umgesetzt wird, ja. Deutschland hat die Agenda 2000 ratifiziert, hat das unterschrieben, hat sich dann 12 Jahre Zeit gelassen, um den ersten Umsetzungsplan vorzulegen, der grottenschlecht war. Es gibt jetzt den zweiten Umsetzungsplan und wir versuchen eben, weil das Auswärtige Amt, das ist eben, wird in dieser Resolution auch festgelegt, die sogenannte Zivilgesellschaft konsultieren muss. Das ist unsere Einflugsschneise. Versuchen wir eben zu einer kohärenten Umsetzung zu kommen, zu einer Transparenz zu kommen, zu einer Transparenz auch dahingehend, was achtet denn das Auswärtige Amt als Best Practices? Was sind denn ihre Kriterien für die Bewertung der eigenen Arbeit? Da herrscht überhaupt keine Transparenz bislang. Okay, ich schaffe das nicht, mit den Zetteln lasse ich es weg. Da herrscht überhaupt keine Transparenz. Und als ich in dieses Geschäft vor 3 Jahren eingestiegen bin, war ich wirklich erstaunt, dass auf der Arbeitsebene im Auswärtigen Amt immer nur von Gender die Rede war. Also Gender, dass man das als englischen Begriff zur Kenntnis nimmt, das war schon zu viel. Und das erzähle ich Ihnen jetzt nicht, um mich einfach lustig zu machen, sondern das erzählt einfach, dass offensichtlich niemand, der jetzt dazu verpflichtet wurde, sich überhaupt mit der Agenda 1325 auseinanderzusetzen, zumindest pro forma, bereit war, sich ein 3-minütiges Erklärvideo anzuhören, um überhaupt das Konzept Gender, was du so schön am Anfang erklärt hast, zur Kenntnis zu nehmen. Ja? Also von dort aus laufen wir los. Und das hat sich jetzt verändert. Das hat sich auch durch die Ansage von Heiko Maas verändert. Da sind wir uns, glaube ich, Christina, auch einig, dass das positiv ist. Also es formiert sich jetzt so ein gewisser politischer Wille. Wenn der sich aber dann sozusagen darin, also die Gefahr ist, dass er sich jetzt in einer weiteren Resolution erschöpft, das kann, so sagen auch viele Expertinnen, auch die in New York näher dran sind, das kann dazu führen, in der gegenwärtigen Zusammensetzung des Sicherheitsrates, dass man noch hinter die Agenda 1325 zurückfällt. Ja? Also man nimmt es sozusagen zur Profilierung, ich mache jetzt mal das Worst-Szenario, man nimmt es zur Profilierung, um irgendwie einen Fuß reinzukriegen. Ja? Ich meine, Heiko Maas ist jetzt auch kein profilierter Außenminister. Und geht das Risiko ein, das vorhandene Regelwerk, diese vorhandenen Resolutionen noch zu verwässern, was Deutschland auch wohl die ganze Zeit gesagt wird, lasst die Finger davon. Ja? Weder kennt ihr euch im Haus aus, also weder habt ihr im Haus, könnt ihr euch in eurem eigenen Haus auf die Expertise verlassen, weil ihr das einfach seit Jahren, dieses Capacity Building, seit Jahrzehnten dieses Jahr Capacity Building nicht betrieben habt. Noch ist die Konstellation im Sicherheitsrat irgendwie geeignet, tatsächlich zu feministischen Fortschritten zu kommen. Lasst die Finger davon. Es sieht aber danach aus, dass sie die Finger davon nicht lassen werden. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist dein Ausblick negativ. Deutschland übernimmt den Vorsitz jetzt im UN-Sicherheitsrat in den nächsten 2 Jahren. Zumindest verbal haben sie sich dazu verpflichtet, wir wollen 1325 nach vorne bringen. Jetzt höre ich sowas raus wie Do No Harm, was man manchmal sagt, bevor ihr irgendwas anrührt, wo ihr nicht sehr kompetent seid, lasst es bleiben. Hast du vielleicht, ich bin ja eher optimistisch, vielleicht auch eine Hoffnung, eine Empfehlung, eine Idee, was Deutschland machen könnte, ja, um das Thema weiterzubringen? Klar, also ich wollte jetzt erstmal die Fallstricke benennen und sozusagen die Gefahren benennen. Ich bin auch allein aus strategischen Gründen Optimistin. Ich bin Feministin, ja, also ich meine, das kann ich mir gar nicht leisten, das Glas für halb leer zu halten. Natürlich, also Deutschland kann sehr viel tun, ja, sollte Deutschland. Deutschland ist ein wichtiger Geldgeber. Gerade wird Projekten, die Frauen unterstützen, die sich für Gewaltprävention auch von Frauen und Mädchen einsetzen,
massiv auf internationaler Ebene das Geld gestrichen. Ja? Da könnte Deutschland als Geldgeber natürlich reingehen. Dafür bräuchten sie alle, müssten sie transparent machen, welche Projekte denn aus der Sicht von 1325 für sie wichtig sind und warum. Das ist aber möglich. Sie könnten auch, weil sie haben verschiedene, auch in der EU, sie werden in den nächsten Jahren noch verschiedene Vorsitze einnehmen, wenn sie das Thema Beteiligung von Frauen als Expertinnen, ja, in allen möglichen Resolutionen verankern, wenn sie vielleicht sogar lernen, das Wort Gender auszusprechen und feministische Außenpolitik, und wenn Deutschland das Konzept ernst nimmt und als Querschnittsthema voranbringt, so wie das die Schweiz machen, so wie das Kanada gemacht, also Kanada vielleicht, also zumindest so macht, Schweden gemacht hat, ja, das kleine Land Schweden, dann kann man sich vorstellen, welchen Impact Deutschland haben kann, wenn sie tatsächlich das Thema, die Agenda ernst nehmen und eben nicht allein als Profilierungstool, sondern tatsächlich um eine Veränderung, um eine Korrektur in der Außenpolitik vorzunehmen. Ich glaube, wir erleben gerade eine sehr widersprüchliche Zeit. Wir haben einen feministischen Aufbruch, also das merke ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht oder wie du das siehst, aber ich finde, hier in Deutschland ist das deutlich spürbar. Und das ist auch was sehr Positives. Gleichzeitig haben wir natürlich eine Innen- und eine Außenpolitik, die das auch dringend erforderlich macht und die Erfolgschancen einfach momentan unsicher werden lassen. Also wir sind sozusagen gezwungen, in eine utopische Haltung zu gehen, um aktivistisch zu sein, weil die Konstellation auch im Deutschen Bundestag mit der AfD und auch mit natürlich mit einer nach rechts rutschenden CDU, um jetzt nur einen Ankerpunkt zu nennen, sehr, sehr ungünstig sind. Der Frauenanteil im Parlament in Deutschland sinkt rapide. Da sind natürlich dann solche Leute wie Heiko Maas wirklich Lichtblicke, weil sie überhaupt dagegen halten. Ja? Und das ist auch zu respektieren. Gleichzeitig muss man aber auch in dem Sinne die Funktion ernst nehmen, dass man jetzt als Zivilgesellschaft einfach eine Watchdog-Funktion hat. Ja, also wir müssen das Thema spielen, wir müssen es ernsthaft spielen und wir müssen jeden Akteur, jede Akteurin möglich, so gut es geht, in die Verantwortung nehmen, das eben wirklich ernst zu nehmen. Und vielleicht macht es die Bundesregierung, vielleicht macht sie es nicht. Wir schauen noch. Okay, ich sehe eine gewisse Ambivalenz. Ich habe jetzt eine Frage an dich, Christina, und dann würde ich Ihnen die Gelegenheit auch geben, Fragen zu stellen. Ich bin von diesen Debatten, die es rund um die feministische Außenpolitik gibt oder auch die größeren Debatten des Feminismus, manchmal ein bisschen verwirrt. Und zwar, ich sage es auch deshalb, weil ich bemerke, es gibt so quasi eine Gleichzeitigkeit von zwei Phänomenen. Einerseits haben wir eine Spiegelkolumnistin, die das Ende des Patriarchats oder die letzten Tage des Patriarchats ausgerufen hat. Ray hat uns von dem alten Dinosaurier Kavanagh erzählt und hat uns mehr oder weniger gesagt, das ist eine aussterbende Spezies, diese lauten, weisen Alpha-Männer, die dann rumschreien, wenn man sie irgendwie in Frage stellt. Aber gleichzeitig sehen wir auch von der Heinrich-Böll-Stiftung aus, dass es auch einen besser organisierten, auch antifeministischen Backlash gibt weltweit, Rollback. Also es gibt konservative Netzwerke, die von euch gelernt haben, von euch NGOs, die sich zusammentun, die jetzt die traditionelle Familie stärken wollen und so weiter. Jetzt frage ich dich, die du gerade dieses Center gegründet hast, das optimistisch nach vorne schaut, ist das Glas halb voll, halb leer? Wie siehst du vielleicht die nächsten 10 Jahre? Ist dieses feministische Außenpolitik vielleicht ein momentaner Hype oder kann es sich halten? Ist es ein Selbstgespräch einer weißen privilegierten Mittelklasse oder ist es wirklich ein globales Phänomen? Ich weiß, es ist eine große Frage, Christina, aber deshalb sind wir hier. Das sind jetzt so gefühlt 7 Fragen, lieber Giorgio. Ich versuche mal mein Glück mit der Beantwortung. Ja, feministische Außenpolitik, wie auch Feminismus an sich, ist gekommen, um zu bleiben und das wird auch nicht mehr weggehen. Egal, wie viel die Kavanaughs, Orbans, Gaulands und wie sie auch immer alle heißen, schreien und sich aufbäumen, weil du die letzten Tage des Patriarchats angesprochen hast. Das ist ja so die Kernaussage. Ne? Der Feminismus ist da, der ist stark, wir sind stark, wir infiltrieren irgendwie alle Bereiche, jetzt auch noch die Außenpolitik, werden sich viele denken, muss das auch noch sein. Und dann
kommt natürlich irgendwie dieses Aufbäumen, dass diejenigen, die einen Machtverlust dann dadurch spüren und deren Themen nicht mehr so hohe Priorität bekommen, natürlich Angst bekommen. Vielleicht ganz verständlich, weiß ich nicht, aber natürlich wollen wir an deren Macht, um was anderes geht es nicht. Also uns geht es nicht irgendwie darum, ein bisschen Teil vom Kuchen zu haben, sondern der Kuchen muss einmal neu gebaut werden, neu gebacken. Ja, ich kenne mich nicht so aus mit Backen und Kochen. Und deshalb, ja, und feministische Außenpolitik, also was wir bei uns im Center sehen, genau, wir sind super jung, super klein noch, aber wir werden tatsächlich überrannt mit Angeboten von Leuten, die uns helfen wollen, die irgendwie Dip & Dawson in anderen Ländern aufbauen wollen, die wollen, dass das Thema weitergepusht wird, weil zum einen natürlich so durch MeToo und diese Bewegungen, aber auch so eine riesen Frustration damit, wie Außenpolitik einfach bis jetzt immer funktioniert hat, ne? Und welche Themen drauf standen, wer priorisiert wurde und wer eben nicht. Also ja, es ist nicht nur ein Hype, es wird bleiben, weil die Gesellschaft und eben nicht nur eine weiße Mittelschicht, wie das hier immer gesagt wird, daran festhält und das weiter pusht, sondern weil das Grassroots-Bewegungen auf der ganzen Welt sind. Ein Beispiel, um es kurz zur Außenpolitik direkt zurückzubringen. Ich hatte kurz gearbeitet in Kolumbien zur Zeit des Friedensreferendums 2016 und wo ja auch ein riesen Backlash war. Also der Grund, warum der Friedensvertrag im ersten Durchgang beim Referendum abgelehnt wurde, war aufgrund des konservativen Backlashes, weil die La Ideología de Género von den Konservativen im Land, von der katholischen Kirche, so verdammt wurde. Es wurde gesagt, und die wollen unsere ganzen Söhne schwul und die Töchter lesbisch machen und wir müssen aufbauen, aufpassen, die zerstören die Familie. Und dieser krasse Backlash, den wir ja auch so extrem in Europa jetzt haben, hatte dazu geführt, dass der inklusivste Friedensvertrag, den es bis dato gab in Kolumbien, von der Bevölkerung in so einer Brexit-Entscheidung abgelehnt wurde. Kurz Faden verloren. Also ja, der Backlash ist da, aber der feministische Push und die Bewegung, die ist noch größer und die kommt eben vom Grassroots. Ne? In Kolumbien kamen dann Frauen und andere politische Minderheiten mit Bussen aus dem ganzen Land irgendwie nach Bogota an, um dafür zu demonstrieren. Also nee, Feminismus und Menschenrechte ist kein abgehobenes westliches Konzept, sondern das findet man überall, wie überall Menschen so irgendwie Interesse an den eigenen Rechten haben. Okay, vielen Dank. Also ich fühle mich natürlich super wohl auf einem Podium, wo einerseits Ray Aitches an mir so viel Hoffnung gibt auf nukleare Abrüstung und sagt, langfristig spielt die Zeit eher für uns, indem ihr auch so viel Hoffnung ausstrahlt, dass ihr sagt, langfristig werden diese alten Dinosaurier, sage ich jetzt einfach mal so, aussterben. Und mit diesen etwas hoffnungsvollen Tönen würde ich jetzt die Debatte eröffnen. Wenn Sie Fragen haben oder an unsere Panelisten, dann würde ich Ihnen ein Mikro geben. Eine Frage, haben wir ein Saalmikrofon? Ja, okay, super. Und der erste ist Sascha Hach, der die erste Frage stellt. Grundsätzlich bitte immer stellen Sie sich vor mit Ihrem Namen und vielleicht versuchen Sie nicht zu lange zu reden und eine Frage oder eine Bemerkung auch einer Person zuzuordnen, so es geht. Sascha, bitte. Ja, ich habe eine kleine Bemerkung zur Unterfütterung von etwas, was Sie schon gehört haben, sozusagen in Bezug auf nochmal die Atombombe im Spezifischen und eine Frage an Ray. Allerdings muss ich zuerst enttäuschen, du hast jetzt gesagt, du hast dem Panel so ganz viel Hoffnung herausgehört. Ich habe auch eine kritische Stimme herausgehört, auf die ich jetzt sozusagen als erstes eingehen möchte. Das war Ines, die ja dann doch auch einen skeptischen Ausblick gewagt hat. Erst einmal, ich fand es super, dass du darauf hingewiesen hast, dass Opfer nicht nur Opfer sein können, sondern eben auch Agenten und gerade sozusagen, wenn es um feministische Politik geht. Und ich glaube, das hat der Friedensnobelpreis 2018 vor allem gezeigt, dass es nämlich überhaupt nicht voneinander zu trennen ist. Aber worauf ich hinaus wollte, war, dass, das fand ich ganz toll, wie du das sozusagen entlarvt hast, dass auch die pseudo-feministische Politik, wenn ich das jetzt ein bisschen überspitzen darf, von Außenminister Heiko Maas so ein bisschen darüber hinwegtäuscht, dass es wenig Substanz und wenig Veränderung gibt
Und das wollte ich noch ein bisschen unterfüttern in Bezug auf Atomwaffen. Spezifisch aber auch Waffenexport, also die Rüstungsexportpolitik hat sich überhaupt nicht geändert und die Abschreckungspolitik hat sich in Deutschland eher verschärft. Schon vor Heiko Maas, aber mit Heiko Maas dadurch noch mehr, dass er die entsprechenden Abteilungen im Auswärtigen Amt mit Leuten besetzt hat, die glühende Anhängerinnen leider der Abschreckungspolitik sind und feministische Außenpolitik ganz aktiv attackiert hat, und zwar die schwedische Regierung. Deutschland hat juristische Gutachten erstellen lassen, inwiefern das Atomwaffenverbot mit den NATO-Verpflichtungen nicht vereinbar sind und deswegen sozusagen die Allianz bedroht, und hat damit versucht, die schwedische Regierung unter Druck zu setzen. Und Gott sei Dank haben die Rückgrat gezeigt, im Gegensatz zur Schweizer Regierung, die den Vertrag auch unterstützt hat und dann aber gekippt ist. Also das ist sozusagen einfach zur Unterfütterung dieser Skepsis, dass man genau hinschauen muss, sozusagen auf Worte und Taten. Und zu Ray, sorry, die Bemerkung ist ein bisschen länger geworden, habe ich die Frage, ich fand es ganz toll, wie du die soziale Konstruktion des Patriarchismus dargestellt hast und auch problematisiert hast. Die Beispiele, die du genannt hast, haben aber auch gerade mit Kavanaugh gezeigt, dass es offenbar noch eine psychologische Dimension geht. Also sozusagen, dass es nicht nur um Rollenbilder geht, die irgendwie sozialen Normen entsprechen, sondern dass auch Sexualität und psychologische Fragen eine große Rolle spielen. Mich würde es interessieren, einfach, ob du dazu noch mehr sagen kannst. Ich würde ein paar Fragen sammeln, wenn es euch recht ist. Ja, und die nächste Frage ist die Dame in der dritten Reihe. Ja, Stichwort Psychologie. Also ich würden Sie sich vorstellen, bitte? Das hat mich soeben übrigens gestört. Wir sind ja hier auch noch im Livestream, also Datenschutz sind wir hier nicht nur öffentlich in Diskussion. Wenn Sie nicht wollen, dann ja? müssen okay. Sie nicht. Darf ich? Danke. Ich habe echt überlegt, ob ich mich dann überhaupt melden soll, weil so diese Conditio sine qua non hat mich, naja gut, man kann mich als Feministin nicht einschüchtern, aber wie gesagt, deswegen war ich doch etwas gehemmt. Ich wollte eigentlich auf, ich kann nicht so wahnsinnig gut Englisch, weil ich bin eher im Französischen zu Hause. Ich habe das aber am Rande aufgeschnappt, weil ich komme aus der Psychologie und möchte mal diesen feministischen Aspekt nochmal in den Vordergrund bringen. Wir hatten zumindest in Deutschland auch, als es um Benachteiligung oder auch Förderung von Frauen in Führungspositionen ging, immer wieder den Punkt, dass selbst Frauen sagten, ja, aber wir möchten doch nicht die negativen Verhaltensweisen der Männer übernehmen. Also wenn wir uns sozusagen an die Spitze kämpfen wollen, sind wir doch praktisch gezwungen, die negativen Eigenschaften der Männer zu übernehmen. Dann gab es eine, ich fand, Aufweichung, die sagte, es gibt eigentlich doch, sollten wir vom Klischee wegkommen, was ist weiblich, was ist männlich, sondern es gibt nur erfolgreiches Verhalten. Aber in der Tat zum Beispiel Durchsetzungsvermögen ist immer noch eine Sache, die man eher einem Mann zugesteht, als einer Frau. Also es gab das auch in der psychologischen Testung bis vor ein paar Jahren. Da wurden dieselben Verhaltensweisen, wenn man die geschlechtsspezifisch sozusagen analysiert hat, ganz anders mit einem Ranking. Ich weiß nicht, ob ich das bei dem Podium, ob das dem Podium bekannt ist, aber ganz schlimm war zum Beispiel als ein Beispiel, was bei einem Mann als dynamisch und durchsetzungsfähig galt, galt bei einer Frau als hysterisch oder streitsüchtig, nicht? Also das hat man dann geändert, aber es hat lange gedauert, bis man das sogar in den Test geändert hat. So. Aber ich habe etwas rausgehört aus diesem Referat. Es geht natürlich tatsächlich auch um Abschreckung und es geht um Ängste und es geht um Verteidigungsbereitschaft. Und ich sage mal so, ich hatte gerade hier mit einer jungen Frau kurz darüber gesprochen vorher. Wie kommt es? Meine Wahrnehmung ist, dass gerade jüngere Frauen wieder zunehmend auf dieses, ich sage nicht Rollenmodell rekurrieren, sondern was unsere Großmütter uns gesagt haben, der Mann ist dazu da, die Frau zu beschützen. Und mir ist es gestern sogar hier in Berlin passiert, dass mich eine Frau an der Kasse angesprochen hat, was, sie gehen abends im Dunkeln alleine auf die Straße, und ich habe mich furchtbar aufgeregt, weil ich natürlich denke, werde ich automatisch immer noch als Opfer angesehen, als Frau, die den Beschützer braucht. So. Und da denke ich eben halt, das ist eine ganz schwere, ungeklärte Frage, auch eine Ambivalenz, da hätte ich ganz gerne mal irgendwie eine Antwort zugehört. Wer soll Ihnen antworten am liebsten? Wer hat soeben was vom Beschützen gesagt? Ist egal. Okay. Ja. Gibt es weitere Wortmeldungen in der letzten Reihe? Bitte.
Cécile Keller, ganz kurz, wenn man von Außenpolitik redet, soweit ich weiß, macht der Kanzleramt auch Außenpolitik. Und meine Frage wäre, gibt es da jemand im Kanzleramt, der mit feministischen Außenpolitik etwas anfangen kann? Eine sehr kurze, präzise Frage. Gibt es weitere Fragen? Dann würde ich gern Ray dir noch mal eine Frage stellen. Du hast sie teilweise schon beantwortet, aber ich habe die Antwort nicht ganz verstanden, deshalb brauche ich sie nochmal. Wenn man von feministischer Außenpolitik redet, gibt es ja oft das schwedische Beispiel als das leuchtende Beispiel. Schweden ist ganz toll, die machen alles richtig. Und gleich dahinter kommt Kanada. Also durch euren sogenannten feministischen Premierminister Trudeau, die Außenministerin Friedman, die eine feministische Entwicklungspolitik propagiert. Wir hatten bei deiner Eröffnung, Christine, auch einen Mitarbeiter der kanadischen Botschaft, der auch ganz stolz gesagt hat, ich glaube, die Kanadier haben fantastische Zahlen, was Gender Balance betrifft im Auswärtigen Amt. Ich glaube, sogar mehr Frauen als Männer, kann das sein? Er hat auf jeden Fall sehr beeindruckende Zahlen. Also die einen kamen mit ihren 13, 14, 15, 16%. Der Kanadier hat natürlich gesagt, Leute, this is Canada, und hat wirklich ganz tolle Zahlen gehabt im Punkto Gender Balance. Trotzdem hat Trudeau, als es um den Nuclear Ban Treaty ging, erstmal gesagt, der Vertrag ist eigentlich relativ irrelevant, er ist nicht so wichtig. Und am Ende, wie du gesagt hast, hat sich Kanada dagegen entschieden. Jetzt ist natürlich die Frage, was braucht es noch? Also du hast gesagt, das sind noch alte Denkmuster, die noch in Kanada überleben. Aber was braucht es, um die Kanadier praktisch noch über diese Schwelle zu schieben, dass sie diesen Vertrag unterzeichnen? Ray, wenn du anfängst, und dann würde ich die Kolleginnen bitten, die Fragen, die jetzt im Raum waren, zu adressieren. Sure, I'll take your question first while it's in my mind. So I think, yeah, there's definitely a problem. I would argue that Canada's alleged feminist foreign policy is not feminist. They are selling weapons to Saudi Arabia. They are spending taxpayer dollars buying oil pipelines for companies. And they are engaging in poor mining and extraction processes abroad, and they're still supporting nuclear weapons, the U.S. possession of nuclear weapons, by refusing to join the nuclear ban treaty. The feminist foreign policy of Canada seems mostly about providing things like funding for maternal health abroad and things like that. Like really good projects, really good projects. I'm not speaking against what they are trying to do, but that's not the only thing you need for a feminist foreign policy. I think they have a very pro-women feminist or foreign policy, certainly as compared to our previous conservative government. But I think to be a feminist foreign policy, you need to start re-examining concepts of security and how security is to be provided and whose security we're talking about. And in fact, if you look at the new Canadian defense strategy, it's about increasing our budget incredibly for Canada on the military and conceptually tying these things together. And it seems like this idea of weapons equal protection is part of this overall package of foreign policy. And so I'm quite concerned about what I see going on there. And I think that to answer your question of what is needed, I think feminist discourse is needed. I think actual feminist interrogation of what security means, how do you provide security, and whose security are we talking about? Those are the questions that we need to actually have a dialogue going on about, and not just within ministries of defense and foreign affairs, because these institutions are traditionally rooted in these very normative concepts of security and militarism. And so I think we need to challenge those head on and bring in new ideas into these institutions and into new spaces and raise new voices. In terms of Sasha's question, I hope I understood it right, but basically that I was talking about gender roles and that it actually, in the Kavanaugh case, it does seem to apply to him like as a man in terms of, is that what you meant? I'm sorry if I got that wrong.
Okay. Yeah, I mean, I guess the point that I was trying to make is in tying this to nuclear weapons, I think is for in the case of Kavanaugh, it just showed to the world that men can sexually assault women and it doesn't matter. You can still sit on the Supreme Court. You can become president of the United States. It doesn't matter. And that you'll still be lauded as a pillar of your community. Et cetera. And other men, of course, jumped to his defense and said these accusations were baseless, et cetera. But then, of course, you have the president of the U.S. Boasting about sexual assault live on television, and it's still fine. He'll still be elected. So I think that I was using that as an example to show how the power and privilege of the established roles within the patriarchy, that this is how men are expected to behave. This is what we expect from men. We expect you to be violent. We expect you to demean women, assault women. That's just boys will be boys. That's how things work in this world. And it's challenging that's important. So you're looking at me skeptically. I'm still obviously not giving you the right answer. Okay. yeah. Es gibt auch eine Gelegenheit danach, sich noch auszutauschen. Ines, es gab die Frage von der Kollegin erstmal, warum archaische Rollenmodelle plötzlich auch irgendwie nicht ausrottbar sind. Die sind immer wieder da, woran das liegt. Und ich glaube, das war erstmal eine Frage. Dann vielleicht gab es noch eine andere, das weiß ich nicht mehr. Genau, also ich auch nochmal die Frage, gibt es Ankerpunkte im Kanzleramt oder... Also erstmal, also ich glaube nicht, dass, was ich vorhin meinte, dass wir in einer hochambivalenten, widersprüchlichen Zeit leben, ja, mit einer erstarkenden feministischen Bewegung, mit einer erstarkenden feministischen Agenda, dass Sie auch heute Abend hier alle sitzen, Freitagabend in Berlin, großes Konkurrenzangebot. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass man, wenn man Feminismus inzwischen in den Titel schreibt, kein Rohrkrepierer mehr produziert. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir in vielen Regionen momentan die AfD als zweitstärkste Kraft. Wir haben jetzt in Bayern einen Landtag, in dem es fast keine Frauen mehr gibt, dank FDP, Freie Wähler, CSU und AfD. Und da werden natürlich archaische, die Sie angesprochen haben, archaische Rollenbilder ventiliert und werden stark gemacht und greifen. Ne? Also wir haben jetzt einfach diese Polarisierung mit allen Vor- und Nachteilen. Und ich glaube nicht, dass man jetzt so einfach sagen kann, die Jüngeren sind besonders konservativ oder die Alten sind besonders konservativ. Ich glaube, das ist viel gemischter, man muss da viel genauer hinsehen. Die Diversität, was die Altersfrage angeht, sehen Sie auch hier auf dem Podium. Ich bin sicherlich nicht mehr jung. Und insofern, da finde ich, sollte man ein bisschen aufpassen und ein bisschen genauer schauen, bevor man so Zuschreibungen macht, die Jungen, die Alten, die Weißen, die Leute, denen man einen Migrationshintergrund zuschreibt und so weiter. Das ist nämlich eine Form, darauf hat sogar auch Kanzlerin Merkel hingewiesen, immer wenn man diese kleinen bipolaren Pakete schnürt, steigt man eigentlich aus dem gesellschaftlichen Diskurs und aus einer Dialogmöglichkeit aus. Das jetzt so als versuchte Brücke, gibt es Ankerpunkte im Kanzleramt für eine feministische Außenpolitik? Das ist eine wichtige Frage. Ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich weiß es nicht. Es ist mir noch nicht bekannt. Das heißt aber nicht, dass es das nicht geben kann. Bislang hat das Kanzleramt und ja auch Angela Merkel das Thema Feminismus in ihrer 12-jährigen Regentschaft immer umschifft. Sie hat es nie beim Namen genannt. Sie hat keine Frauen, also sie hat weder feministische Politik gemacht noch Frauenpolitik, zumindest niemals offen. Insofern kann es aber trotzdem sein, dass es da Leute gibt, die progressivere Politiken vertreten. Ich glaube nicht, dass sie das Thema, dass sie das sichtbar machen würden oder sich unter dem Begriff Feminismus versammeln. Nach dem, was ich weiß. Vielleicht weißt du das aber auch besser. Bist ja auch gut unterwegs.
Das, was wir aber brauchen, tatsächlich, um eine feministische Außenpolitik voranzutreiben, sind überparteiliche Allianzen. Ja? Also alle Beschlüsse, die im Parlament überhaupt Frauenrechte vorangebracht haben, sei es die, sei es, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar wurde, sei es you name it, ja, das waren alles, das konnte überhaupt nur gemacht werden, auch jetzt vor 2 Jahren in Deutschland die Reform des Sexualstrafrechts durch eine überparteiliche Allianz. Und insofern müssen wir natürlich da genau daran arbeiten. Und die Frage ist zu beantworten. Ich kann es leider nicht. Vielen Dank. Wir haben noch 5 Minuten und ich würde noch 2 Fragen nehmen. Einmal Xante Hall und wenn es noch eine 2. Person gibt, hier in der 3. Reihe, können wir die letzten beiden Fragen. I'll stand up so Ray can see me because I want to ask her a question. I hope it's okay that I speak in English, which is also my mother tongue. I want to go back to the nuclear ban treaty and to ask you about the process of negotiating it, the role of the women that were part of that negotiation, and also the question of world order, which came up just before. I'm just giving you, throwing things at you here. The question of democracy in world order and what that has to do with the feminist foreign policy. Das sind sehr große Fragen. Und wir haben noch eine letzte Frage hier in der 3. Reihe. Und dann können wir die Abschlussstatements hören. Thank you very much. I think also a question directed to Ray or maybe also Christina, actually everyone maybe. Building on your introduction that basically the way we construct gender roles is that we define things as masculine and feminine, and obviously this goes together, so we can't define really, it's always constructed in opposition to each other. So I was just wondering about your methods of lobbying to create a feminist foreign policy. Do you basically, is it easier to just start with like women's rights and, you know, start with the things that people comprehend, that women are victims of sexual violence? Or are you trying to basically put it together and then afterwards you talk about men because then you have to talk about masculinity and in the end we want to deconstruct the whole thing, right? So basically, is there like, is it a step-by-step thing for you or like do women come first for now? Or are you trying already to do it basically as a thing together that is like about masculinity and femininity, but I can just imagine that on an international level it might be quite hard to, you know, start to talk about the about masculinity to UN diplomats. Vielen Dank. Ich würde Christina erstmal die Gelegenheit geben, zu dieser Frage ein paar Gedanken zu äußern, and then Ray, you would have the last word. Zu den Arten der Lobbyarbeit dazu. Also für uns zum Beispiel sind ganz unterschiedliche Wege. Also wir, zum einen, wir sind sehr neu. Das Thema ist relativ neu. Wir haben versucht, Allies zu finden, die dazu schon arbeiten. Das sind bestimmte andere Länder, die ihre Vertretungen hier haben. Bestimmte Individuen im Bundestag selbst. Und in den entsprechenden Ministerien. Also zu gucken, herauszufinden mit anderen Organisationen zusammen, wer sind denn die Allies? Wo kennen wir die? Wir versuchen, die zusammenzubringen, mit ihnen entsprechend zu reden. Das ist so das Level, irgendwie die Arbeit in Deutschland. Wir, wo wir in UK, in London sind, aber auch in Berlin und uns als internationale NGO sehen, für uns ist der globale Aspekt auch ganz wichtig. Und ein Beispiel da, es ist ein globales Thema und so wollen wir uns auch aufstellen. Ein Beispiel, wir haben einen Advisory Council, wo entsprechend Koryphäen in dem Bereich irgendwie aus dem Iran, haben wir jemanden aus Kolumbien, aus den USA, aus ganz unterschiedlichen Ländern, aber auch unterschiedliche Bereiche. Also genauso eine Rose McGowan, Hollywood-Schauspielerin, die Harvey Weinstein accused hat, ist irgendwie auf unserem Council, wie aber auch entsprechende Professorinnen oder die Direktorin von WILF, Madeleine Rees, die das Thema auf allerhöchster Ebene pushen, weil das ist genau da, wo wir hinwollen und drunter wollen wir auch gar nicht ansetzen. Genau, also so irgendwie und dann das Nationale mit dem Globalen irgendwie verbinden. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber das ist so ein kurzer Einblick, irgendwie, wie wir das versuchen.
Okay, vielen Dank, Christina. Ray, wir haben noch 2 Minuten, 3 Minuten. Du hast das letzte Wort. Du kannst auf diese Frage antworten. Und dann, Xanthi hatte ja praktisch die großen Fragen der Weltpolitik gestellt. Demokratie, Weltordnung, etc. You have the floor. Okay. All right, so to Xanthi, yeah, the process and the role of women. I don't know how to do this in a really short period of time, but ICANN had a lot of women in the leadership, both internationally and in a lot of the national work happening for ICANN. ICANN also had a lot of queer leadership, and there's even been an offshoot called IQAN, International Queers Against Nukes. There was also a number of women involved from the diplomatic side. We saw not overall more women participating in the process, but more women in leadership roles participating in the process from their government delegations. So Ireland, New Zealand come to mind, but Costa Rica, a number of other governments had very strong women leadership in negotiating the ban treaty and in championing the ban treaty all the way through as well. In terms of democracy, a Costa Rican diplomat that we worked very closely with on the ban, one of her phrases that caught on was that the nuclear ban has brought democracy back to disarmament. And this idea that the majority of the world can have a position on nuclear weapons that is different from the nuclear armed states and can take action that is consistent with their own foreign policies on nuclear weapons, which is to reject it. And so I certainly think that too is a kick in the face to the way that the UN usually works. And you know, a lot of decisions are made in the Security Council where the nuclear armed states have a veto power. This was done through the General Assembly, which is supposed to be the democratic body of the UN because every state has an equal vote. The colonial pressure tactics sort of took a lot of that away. But in the end, we obviously did succeed in using the democratic body. One state, one vote, 122 votes in favor, one vote against the treaty. So I think that that is an extremely impressive democratic showing. Last thing, just on the where to start with gender. I like to smash gender. And so I think the UN really started with women as victims, and they have not really moved beyond that, as you were saying. So breaking that down, we've had to kind of go back and walk people through it again and again. But I don't like getting stuck there. And I sort of, I always talk about how it's very problematic to, it's not just women are as victims, it's also they group women and children together as victims, as if we're the same category with the same agency and the same capacities. It's really incredible. So trying to break that is my first thing, and then going up to smashing the concept of gender itself is usually the direction. Thanks. Vielen Dank, Ray. Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Reise durch die Nuklearwaffenpolitik und den Feminismus. Ich fand das einen sehr interessanten Abend und ich gehe auch mit sehr viel Hoffnung in dieses Wochenende, weil ich viele optimistische Zwischentöne rausgehört habe. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei den drei Panelisten Ray Acheson, Christina Lunz und Ines Kappert bedanken. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei unseren Zuschauerinnen Livestream. Vielen Dank an Caroline Schröder, die mir geholfen hat, diese Veranstaltung zu organisieren. Danke an ICANN Deutschland, die uns die wunderbare Ray gebracht haben hierher. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und viel Spaß. Und wir sehen uns in einer nuklearwaffenfreien Welt wieder. Tschüss.